Moin moin liebe Freunde und willkommen zurück hier bei GameTesticler. Das ist euer Raphael und ich habe heute ein kleines Video für euch. Wenn der Hund leise ist, hört ihr mich hoffentlich auch ein bisschen besser gleich. Und zwar mit erstmal einer Information, dass wir jetzt was zusammen machen in der Community. Und aber vorher nochmal der Hinweis, dass ich jetzt auf Facebook schon gepostet habe oder auf Snapchat auch, dass in Zukunft wieder ein paar mehr Videos kommen sollen von mir in letzter Zeit. Kam mir deutlich weniger und das soll sich jetzt einfach wieder ein bisschen ändern. Ich habe wieder richtig Lust auf die Videos. Madden 18 kommt ja dann, upsala, kommt ja dann auch bald raus und da bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie das Ganze dann werden wird. Richtig, richtig Lust drauf. Ich hoffe auch, ihr auch. Ich hoffe, ihr bleibt dran bei uns und habt weiterhin Spaß auf unserem Kanal. Das ist ja einfach, dass wir zusammen wieder eine gute Zeit verbringen. Dass Madden 18 Saison richtig geil wird hier auf dem Kanal. Dass die NFL Saison in echt richtig geil wird. Da werden wir bestimmt auch das ein oder andere Video dann irgendwie im Laufe der Zeit wieder zu machen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das werden wird. Ich habe Lust drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, bleibt dran, wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, ist fernab von macht mal mehr Videos, gerne unten in die Kommentare, sind immer gern gesehen bei uns, das wisst ihr, und dann schauen wir mal, was da in Zukunft so kommen wird. Ein paar Folgen werden noch zum Owner Mode sicherlich mit den Seattle Seahawks kommen und ansonsten schauen wir einfach mal, wie es da noch weitergeht. Letztes hat einfach ein bisschen Pause auch gebraucht, einfach mal vielleicht für mich selber, um mich mal auf andere Sachen zu konzentrieren. Jetzt geht's hier wieder weiter. Jetzt geht's hier wieder weiter. Und ja, ich hoffe einfach, ihr seid weiterhin dabei. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema des Videos. Und das eigentliche Thema des Videos ist eigentlich, geht um Fantasy Football. Wenn ich von Fantasy Football spreche, meine ich das auf der NFL-Seite von der NFL direkt und zwar zusammen mit euch da draußen. Ja, war ihre Idee. Sie hat gesagt, das ist eine gute Idee. Und ist es tatsächlich. Letztes Jahr haben wir nur privat gespielt, dieses Jahr werden wir dann mit ein paar von euch spielen. Ungefähr 15 bis 20 Leute, je nachdem. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Fantasy Football auskennt, geht ja darum, wirft ein Quarterback viele Punkte, viele Touchdowns, gibt es viele Punkte für ihn im Fantasy Football, bei Interceptions dementsprechend Minuspunkte. Dasselbe gilt natürlich dann für die jeweils anderen Positionen, Wide Receiver, wenn er viele Yards macht, viele Catches macht, gibt es natürlich dementsprechend mehr Punkte. So wird also Punkte zusammengerechnet und man spielt immer an einem Spieltag gegen einen Gegner aus der Liga mit seinem Team und der die meisten Punkte dann an diesem Spieltag gesammelt hat, gewinnt eben dann das Duell für sich. Am Ende gibt es dann eine Tabelle, wer hat die meisten Siege und so weiter. Und da so ermittelt sich dann eben der Sieger, beziehungsweise dann natürlich auch erstmal die Playoffs ganz normal, wie es das auch in echt gibt. Sehr coole Sache, privat, sehr viel Spaß gemacht im letzten Jahr. Und dieses Jahr wollen wir eben eine kleine Liga mit euch machen. Wichtig ist halt, beim Draft müssen alle da sein. Deswegen bitte ich jetzt vorab erstmal die Leute, die sich nicht so richtig sicher sind, ob sie Bock drauf haben, vielleicht das erstmal privat zu probieren. Wir würden uns wirklich sehr drüber freuen, wenn Leute mitmachen, die wissen, sie ziehen die ganze Saison durch, sie haben richtig Bock drauf, hier mit uns zu spielen. Das war auch ein... Ja, du machst auch mit. Sie macht auch mit, ne? Könnt euch anmelden, alle. und dann schauen wir mal, was da so passieren wird, wie das so wird, weil wäre ganz cool, wenn wir einfach da einen fairen Wettbewerb haben, wenn viele Leute dabei sind und sich engagieren und da einfach auch, einfach auch Bewegung drin ist in der ganzen Geschichte und das nicht so vor sich hin dümpelt, und deswegen, nur die Leute bitte mitmachen, die richtig Bock haben. Wenn ihr Lust habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Bin ich sehr, sehr gespannt, wer sich da meldet. Draft wollten wir in den nächsten 3 bis 4 Tagen machen. Dadurch, dass wir eine begrenzte Teilnehmerzahl machen, eventuell schon morgen Sonntagabend, wir werden euch dann eben benachrichtigen. Dadurch, dass wir nur eine begrenzte Teilnehmerzahl haben, ist das, glaube ich, machbar. Also wer wirklich Bock hat, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Wir melden uns dann auf irgendeinem Wege bei euch und geben euch dann Bescheid. Ob ihr dabei seid und ich habe richtig Lust auf die ganze Geschichte. Klingt cool. Fantasy Football, wie gesagt, hat mir sehr Spaß gemacht. Ihr könnt euch nochmal auf der NFL-Seite ein bisschen was lesen. Ich verlinke euch das unten, falls ihr da noch Regeln oder so zu braucht. Ansonsten auch auf der Seite von senfel.at.
dem lieben Martin. Der hat das, glaube ich, auch ganz gut erklärt und sehr ausführlich erklärt, was Fantasy Football ist. Da gerne vorbeischauen. Auch die Website verlinke ich euch unten mal. Könnt ihr generell reingucken, wenn ihr Bock auf Football News habt. Ja, würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass wir eine. Mein Schatz, das fällt dir am Ende ein. Und ja, das ist eine ganz gute Seite auf jeden Fall, um da zu schauen, was so footballmäßig passiert. Er hat echt Sachverstand und Ahnung. Und ja, schaut vorbei. Habe ich Lust drauf. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf auf Fantasy Football. Übrigens, Clemens, dir soll ich sagen, dass du auch mitspielen sollst. Aber ich glaube, das wolltest du auch so. Und ja, an die anderen gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich habe Lust drauf, meldet euch. Checkt Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat aus. Snapchat generell auch. Ich schreibe da den Leuten recht zügig eigentlich zurück. Und es ist eigentlich ganz cool, da mit euch immer zu snappen. Also gerne auch dort adden. Ja, Informationen dazu alles unten in der Videobeschreibung. Sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Raphael von GameTastical HD.